Mann. Was ist denn das für eine Scheiße? Fuck. Gott, das funktioniert viel geiler, als ich dachte. Alles Plastik. Alles Plastik. Billig zusammengeschusterte Scheiße. Hey, ihr Analzäpfchen, nur oral einnehmenden Cola-Lolli-Beißer. Finally habe ich nun endlich alles beisammen für die letzte China-Schrott-Challenge, die 0-Euro-Challenge. Warum das so lange gedauert hat? Nun, es ist so. Ursprünglich war ja die Idee hinter diesen China-Schrott-Challenges, die einschlägigen China-Schrott-Stores jeweils nach Beliebtheit in den jeweiligen Preiskategorien zu sortieren und daraus die dämlichsten Vorschläge zu kaufen. Bei 0-Euro-Produkten war es dann aber so, dass man die dann nur noch auswählen konnte, wenn man etwas anderes dazu gekauft hat oder eben auch Versand in Höhe von 12 Euro gezahlt hat. Naja, das habe ich dann versucht, also mit dem etwas dazu kaufen, entweder für China-Schrott-Challenges oder für andere China-Schrott-Videos, aber dann ist mir nach und nach aufgefallen, dass nur ein Bruchteil von diesen vermeintlichen 0-Euro-Produkten nur dabei war, bis ich gemerkt habe, dass ich einen wirklich gut versteckten Hinweis übersehen habe, und zwar, dass die 0-Euro-Produkte nur in begrenzter Stückzahl verfügbar sind, und das wird natürlich im Vorfeld nicht angezeigt, und wenn man dann was bestellt hat und es ist nichts mehr da, dann wird auch nichts weiter verschenkt, und ob du nun extra was dafür noch zusätzlich gekauft hast, Pech gehabt. Naja, das war ganz schön assi, und dann war ich erstmal ratlos, wie ich diese Challenge nun zum Abschluss bringen könnte. Doch dann, aus dem Nichts, boten und bieten immer noch die einschlägigen Plattformen eine ganz neue Möglichkeit an 0-Euro-Produkte heranzukommen, und zwar via Lostopf. Und in den meisten Fällen sogar ohne noch etwas dazu kaufen zu müssen. Naja, da habe ich jetzt also mal spaßeshalber bei ein paar dummen Dingen mitgemacht. Ein Großteil hat in den letzten Wochen geklappt. Und siehe da, jetzt habe ich eine Kiste voll Mist mit 0 Euro und musste dafür nicht mal Versand bezahlen. Jesus fucking Christ. Das spricht Bände, oder? Dann lass doch mal gucken, was uns so für 0 Euro erwartet. Alright, let's do this. Nicht mal Oma-Tassen, sondern Hipster-Tassen-Upgrade. Fangen wir an mit Essence-related Dingen. What the fuck? Also potenziell für 0 Euro gibt es Pommes-Schlüsselanhänger, der sich wirklich erschreckend nach einer sehr alten Pommes von McDonald's anfühlt. Ein Mandarinen-Schlüsselanhänger. Oh wow, genauso wie die Deko bei Oma zu Weihnachten. Eine Stressbanane? Also, dieses gleiche Material wie entweder Oropax oder diese Stressbälle. Riecht wie Huba-Buba. Und was? Oh mein Gott. Pringles zum Selbstmachen? Kartoffelchips? Styropor-Konfetti? Tomate? Original? Sour Cream and Onion? Käse? Who the fuck knows? Naja, ich würde sagen, gar nicht mal so schlecht. Die Chips rein. So. Und fertig ist meine Pringle-Büchse inklusive Chips. Mich erinnert hier so vieles an dich. So schlaff und krumm. Doch, weißt du, wenn nur alles an dir mindestens so groß wäre wie diese Mini-Pringles. Meine Fresse. Was haben wir noch? Das hier wäre so eine Art diverse Box für 0 Euro. Zumindest Regenbogen, gewickeltes, kräuseliges Oldschool-Telefon-USB-Kabel ist ganz cool. Dann, was? Gangschaltung? Ist das so ein Ding? Macht man das so? Das wabbelt ja nur rum. Und es ist jetzt schon kaputt. Billig zusammengeschusterte Scheiße. Nagelknipser. Ein Stiftkondom für Apple Pencil. Und ein USB-Stick. Gott, ist das alles eine Scheiße. Kommen wir mal vernünftige Sachen. Eine. Mini Gatling Electric Bubble Gun. Und gibt's auch in unterschiedlichen Farben. Bubble Liquid reintunken, reindippen, Knopf drücken und Bubbles bubbeln. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Also ich glaube, ich habe schon lange, wenn nicht gar noch nie, etwas so billig hergestelltes in der Hand gehabt. Das muss man einmal anpupsen und das Ding wird auseinanderbrechen. Oh, ganz tief. Dip, dip, dip. Dip, dip, dip. Gott, das funktioniert viel geiler, als ich dachte. Richtig billig. Aber das, was am Ende mal rumkommt, ist ja, das ist ja, so kommen doch eigentlich die besten Filme zustande, oder? Ein Mann. Eine Waffe. Und jede Menge Action. Ganz geil. Nun. Okay, was zum Fick ist. Was? LED Small Magic Ball. Maybe two USB for you. Sound Control. Insert the product USB hole.
Huch, mit Adaptern. Fehlt jetzt nur noch VGA, dann haben wir alle. Man nehme also ein Smartphone, stecke dazu den passenden Adapter rein, Lightning, und stecke dann das Ding rein. Wow, was für ein Schwachsinn. Was ist das für eine verfickte Taschendisco? Ist das eigentlich, warte mal, ist das hell genug, um damit auch eine Raumdisco zu machen? Ach du Scheiße, ja. Wie kann so ein kleines Ding so hell sein? Gar nicht mal so kacke. Mein Gott, ich bin bisher fast schon begeistert. Okay, was haben wir noch? Facial. On-off-control. Oh nice, man kann es an- und ausmachen. Fuck yeah. Steifen Körper mal wieder auf Trab bringen. Bloß nicht einmal mal bewegen. Okay, was... Wow. Die ist aber wirklich klein, die ist wirklich süß. Die geht eigentlich schon als Sexspielzeug durch. Hm. Ich habe mir sagen lassen, dieser Ball ist der Allrounder für solche Sachen. Oh, ja. Oh. Oh. Ich glaube, diese Dinger sind derbe ungesund. Aber zumindest für einen Moment fühlen sie sich wirklich geil an. Wahrscheinlich die gleiche Kacke, die man auch bei Amazon für irgendwie 10, 15, 20, 30 Euro bekäme. Ich weiß gar nicht. Aber wenn ich mir zumindest beim allerersten Mal aufmachen schon dieses Verpackungsdesign angucke, dann sind die bei Amazon wahrscheinlich alle viel, viel, viel zu teuer. Ich meine, guckt euch diese Plastikaufsätze an. Ja. Ach, was haben wir noch? Die Dinger sind geil. New Upgrade. Do not stare into the beam? Ich dachte, das ist LED. Was ist das? Oh, und immerhin mit USB-C-Anschluss. Solche Dinger sind, wie könnte man sie nennen, eine Art Aussteuerungsanzeige. Und das kann man in dieser typischen Anzeige grün, gelb, rot sich anzeigen lassen oder eben auch mit unterschiedlichen Farben. Okay, also dann verbinden wir das Ganze mal. So. Okay. Ja, so mal wieder rein. Und ich finde das süß, dass hier auch so ein kleiner Ständer mit dabei ist. Fuck, weil bei Amazon, habe ich gesehen, kosten diese Dinger je nachdem 30 bis 50 Euro. Scheiße. Und so fühlt sich das auf keinen Fall, auf keinen Fall. Pures, billiges, knatschiges Plastik. Power. Wow. Wow. Fuck. Fuck. Ass. Wow. Oh. Weihnachten oder Barbershop. So rum, so rum, so rum. So rum. Oh. Also, die Klaviatur von vielen Farben ist auf jeden Fall dabei. Für 0 Euro ist es wirklich geil, das zu haben. Aber dafür dann auf Amazon und Co. für 30, 40, 50 Euro. No, no way. No fucking way. Okay, was noch? Ja, das hier ist Autozubehör. Das hier ist ein Nackenkissen für Autositze mit Memory Foam. Dauert das ein bisschen, bis es sich wieder entfaltet und... Oh. Fühlt sich eigentlich auch so auf den ersten Mal anfassen ganz geil an. Und dazu eine Autositztasche. What the fuck? Wofür? Aber dann kam mir, glaube ich, der Aha-Moment. Ich meine, ihr erinnert euch doch noch an mein Tischfahrradvideo, oder? Da habe ich zumindest versucht, ein bisschen klar zu machen, dass wir im Grunde bei allem, was wir so im Alltag machen, eigentlich immer krumm sitzen und damit immer unserem scheiß Körper schaden. Oder mindestens unserer Haltung. Und da habe ich mal Folgendes gemacht und Folgendes festgestellt. Seht ihr das? Dieser Spalt oder dieses, ich nenne es fast Dreieck, neben dem Nacken dann immer weiter so, oh. So, dass wir auf jeden Fall irgendwann so aussehen werden wie diese Figur in dem Tischfahrradvideo. So, und mit so einem Kissen? Also zumindest auf den ersten Hinsetzer fühlt sich das besser an, als immer so durchzuhängen. Oh, man kann sich so richtig, oh Gott, da schlafe ich ja beim Fahren ein. Ja, so eine labbrige Tasche. Und wofür ist sie jetzt gut? Eine sehr gute Frage. Was ist das für eine Scheiße? Ich meine, die hilft ja nicht wirklich dabei, dass man hier in die Ritze des Todes nichts mehr verliert. Bei diesen Scheißsitzen hier kann man das eh nicht vernünftig anbringen, weil das wohl zu dünn ist. Die brauchen irgendwie dickere Sitze. Und das ist, also, das ist irgendwie kacke. Dann haben wir noch... Wollen wir uns wirklich... Es fehlt. Es ist einfach gar nicht mehr in der Packung. Ja. Ja, Kopfhörer für 0 Euro sind scheiße. Okay, was war noch dabei? Nach dreimal Plastik endlich das Innere. XMAI, 10-Digit-Digital Watch Instruction. XMAI. Werden solche Uhren niemals aussterben? Ich meine, als ich 10 war, gab es Casio-Uhren, die genauso aussahen und eigentlich viel mehr Charme hatten als diese Dinger hier. Gibt es wirklich Leute, die sowas tragen? Es leuchtet grün! Es leuchtet grün! Okay, es ist cool, es ist cool. Es ist halt eine Armbanduhr. Mit nichts Neuem, aber mit ganz viel Altem. Dann eine Sache, die ich gedroppt haben wollte, weil ich sie gesehen habe unter diesen 0-Euro-Dingern und sie auch tatsächlich bekommen habe, und zwar... Wie es halt einen immer so in die Fresse ballert. Made in fucking China! Fucking Fahrradhelm für 0 Euro. Also, ich bin ja kein Experte bei solchen Sachen hier. Wie bei vielen Dingen. Neben dieser Schicht Schaumstoff hier. Super dünnes Polster. Das wird doch nach ein paar Minuten super unbequem. Ein kleiner Frontspoiler oder what? Geil. Also, ich bin mir nicht sicher, ob ein Helm für 0 Euro während einer Fahrradtour das Wichtigste schützt, das man hat. Und zwar
eine gute Frisur beim Fahrradfahren. Okay, dann hätten wir Goksawi. Ich meine, es gibt ja Alternativen zum Dremel und die sind auch teilweise sehr viel billiger als ein Original-Dremel. Aber das hier, dieses Level an ich gebe nichts für Werkzeuge aus, ist bisher unerreicht. Ob man sich denn beim nächsten Mal benutzen fragt, wo kommt eigentlich dieser gigantische Splitter in meinem Auge her, das ist wieder eine andere Frage. Oh, es riecht genauso wie in der Handwerksabteilung im Baumarkt. Warum ist das fucking Ding auch nochmal in Plastik eingepackt? Das ganze Ding ist doch in einem scheiß Koffer. Meine Fresse, das sieht echt aus wie ein Dremel. Dann kommen wir zum Polieren, Schleifen, Bohren. Boah, Alter. Schließ es mal eben an. Und mal an. Ich glaube, ich weiß, wofür ich das Ding benutze. Ich habe nämlich ein DIY-Projekt für nächste Woche in Planung. Und da gibt es ein paar Sachen, die der 3D-Drucker verkackt hat und ich damit korrigieren könnte. Ja, das mache ich. Ja, das ist gut. Okay, was hat unsere 0-Euro-Kiste noch so am Start? Ein RGB-Ringlicht. Elgato kann sich verstecken gehen. Made in China. Wichtig, dass es da steht. Sassic? Simple Natural Product Design Ideas Humanized Design. No Grandiose Appearance. Only Designs that fit the User Experience. Was ist denn das für eine Scheiße? Sollte es zufällig Basic heißen? Also kein grandioses Aussehen, nur zweckmäßiges? Strapless Dimming. Free Spin. Ein bisschen wie Casino. Geil. Keine trockenen Augen. Und helles Muskellicht. Oh, Scheiße. Wenn ihr happy seid, dann kriegt ihr noch ein Geschenk obendrauf. Wenn ihr nicht happy seid, ja, egal, aber trotzdem danke, dass ihr gekauft habt. Wow. Ich weiß nicht, ob es richtig oder bezeichnend ist, dass das wichtigste Teil, also das hier, eigentlich am billigsten ist und überhaupt nichts wiegt. Aber alles andere dermaßen schwer ist, dass ich mir denke, fuck. Sich das alles in die Tasche zu quetschen, ist genauso schwer, wie sich ein vernünftiges Licht und ein vernünftiges Stativ mitzunehmen. Oh, lol. Alles Plastik. Alles Plastik. Okay, jetzt kann man entweder das Ganze direkt hier so raufschrauben oder man zweckentfremdet diesen Selfie-Stick. Das, wie wir eigentlich, Lichtqualität? Fragezeichen. An. Oh. Dimmen. Das ist ja wie ein Badezimmerspiegel. Warm? Ganz kalt. Und so eine Art Tageslicht. RGB. Oh, wow, das ist flashy. Oh, geil. Geil, was kann man... Alter, krass, was kann man denn... Die Kombination mit allem hier, das ist alles, was man braucht, um ein wahrer TikTok-Meister zu werden. Maximal verwirrt. Ich meine, was soll ich sagen? Unterstützt das nicht, weil das ist alles scheiße. Natürlich ist das alles scheiße, aber auf der anderen Seite gibt es für 0 Euro etwas, was ihr wirklich gebrauchen könntet, im Gegensatz zu dem Scheiß, was es bei den Challenges davor für einen Cent, 1 Euro, 5 Euro und Co. gab. Wie? Ich meine, bei all dem davor, was man für 1 Euro oder 1 Cent gekauft hat, dann konnte man wenigstens sagen, okay, durch die teuren Versandkosten wurde das irgendwie quergerechnet oder diese ursprüngliche 0-Euro-Challenge, dass man sagen kann, ja, das musste man zu einem Produkt, das man gekauft hat, irgendwie hinzufügen, dann wurde das mit dem Preis des eigentlichen Produktes verrechnet, aber hier, für alles 0 Euro? Ich meine, es gibt niemanden, der etwas zu verschenken hat. Einfach so, schon gar nicht solche global agierenden Player. Also brennt hier die Frage heißer und kratziger denn je, wer muss dafür irgendwelche Körperteile von sich abschneiden? Wer oder was muss seinen Kopf für diesen Scheiß hinhalten, damit das auch geht? Das sind so viel zweckmäßigere Dinge als all die anderen Dinge für so viel mehr Geld, dass mir der Kopf dabei platzt. Aber ich glaube, so langsam habe ich vielleicht eine Idee. Wenn das alles for free ist, dann haben die entsprechenden Leute vielleicht einen mittlerweile noch cleveren Weg gefunden, mit euren Daten Geld zu verdienen. Ja, genau. Wenn ihr mit sonst nichts bezahlt, dann zahlt ihr mindestens mit euren Daten. Fuck. Oh boy.